Die einen nennen es ein richtungsweisendes Spiel, die anderen sprechen von einem Kellerduell in der Frühphase der Saison. Der FC 08 empfängt am Samstag, 31. August ab 14 Uhr die Zweitvertretung des Bundesligisten Eintracht Frankfurt in der MS Technologie Arena. Zeitgleich bekommt es die Villinger U21 in der Oberliga Baden-Württemberg auswärts mit dem SV Oberachern zu tun. Im jüngsten Regionalligaspiel bei Hessen-Kassel mussten die 08er einmal mehr Lehrgeld zahlen. Unglücklich fuhr man, statt mit einem mehr als möglichen Dreier im Gepäck, ohne Zähler nach Hause. Doch viel Zeit zum Trübsalblasen gibt es nicht. Und das wollen die Jungs von Mario Glotz auch gar nicht. Vielmehr wartet mit der Partie gegen die Adler eine neue Chance auf den ersten Sieg in der Regionalliga. Klar, wir haben sie analysiert. Es kommt auf jeden Fall eine NLZ-Mannschaft auf uns zu, eine spielstarke Mannschaft. Es sind auf jeden Fall viele junge Spieler, ja, die vor Spielfreude strotzen. Aber nichtsdestotrotz haben wir die letzten Spiele auch sehr, sehr gut gespielt, haben uns halt eben nicht mit einem Tor belohnt oder mit einem Sieg. Ja. Und jetzt müssen wir das alles nachholen. Ja. Wir müssen die Tore machen, wir müssen weiterhin an unserem Spiel festhalten, weiterhin kämpfen. Und ich denke auch, das wird ein großer Schlüsselfaktor sein. Ja. Kämpferisch sind die mit Sicherheit nicht so auf dem Niveau wie wir. Wir sind da schon gestandene, ältere Spieler, ja, würde ich jetzt mal sagen. Und das sind einfach, klar, es sind spielstarke Spiele. Aber wenn wir da körperlich rangehen, bin ich mir sicher, dass wir das Duell auf unsere Seite ziehen werden. Jawohl, weiter geht's! Fordert den Andrea! Auf die längste Auswärtsfahrt nach Kassel folgt nun also ein weiteres Heimspiel im Friedengrund. Mit mehr Kaltschnäuzigkeit im Offensivspiel wollen sich die Villinger nun endlich für ihren großen Aufwand belohnen. Am Samstag noch nicht auf der Frankfurter Bank sitzen, aber wenig später seinen Dienst als Co-Trainer antreten, wird der langjährige SGE-Profi Makoto Hasebe. Unseren Mittelfeldstrategen und zweiten Kapitän Ergi Alihoksha fragen wir, wie die Mannschaft jetzt den Bock umstoßen will. Ich würde sagen, wir müssen einfach weiter an unserem Plan festhalten, das umsetzen, was der Trainer vorgibt. Die letzten Spiele waren gut, bis sehr gut. Ja. Leider natürlich, das Ergebnis hat nicht gestimmt. Aber wir müssen in der Spielweise festhalten, müssen im letzten Drittel vielleicht noch etwas, oder nicht etwas, wir müssen konsequenter sein. Im Abschluss, letzter Ball, muss einfach jetzt so sein, dass wir auch zum Torerfolg kommen. Und am Ende ein Tor mehr als die anderen. FC 08 Villingen gegen Eintracht Frankfurt 2. Der Tabellen-17. Mit 2 Punkten trifft auf das Schlusslicht mit einem Zähler. Unterstützt das Team live vor Ort in der MS Technologie Arena oder folgt die 90 Minuten per Abo auf der Videoplattform Leaks. Auf geht's, 08!